gleich passieren wird und wie schnell das Ganze auch passieren wird. Also da schön von Killerfish gemacht, komplett geschlossen auf einen drauf. Jetzt ist es nur noch Skrunk. Der müsste hier gegen zwei noch nicht Angeneifte gewinnen, das tut er aber nicht. Also die Knife Front geht an Killerfish. Und die haben damit auch die Seitenwahl. Sie stayen, sie fangen auf der CD-Seite an. Ist vielleicht noch ein bisschen einfach zu spielen und wenn man dann ja eine schöne CT-Hälfte hinlegt, dann kann man auch viel befreiter in der T-Hälfte aufspielen. Deswegen werden sie sich hier wahrscheinlich entschieden haben. Hoppala. Jetzt glaube ich, mein Haus gerade eben fast gestorben. Okay. Also. Damit geht's los. Runde Nummer 1. Killerfish gegen Key-Preis-Vergleich. Das Halbfinale des ersten Cups der ESL-Sommermeisterschaft 2015. Mal schauen, wer sich hier in das Finale eventuell gegen Maus oder Planet Key Dynamics reinspielen kann. Und für wen jetzt hier in Station ist. Also. Key-Preis-Vergleich in der Mitte gegen Toni. Toni kann keinen Frag setzen. Hat er ein bisschen veraimt. Steven da ganz gut ausgemoved. Oscar Strait ebenfalls. Robson kann auch noch einen Frag setzen. Schöne Position eigentlich, aber sie geht hier nicht auf. Und damit ist Key-Preis-Vergleich ziemlich gut auf den Spot draufgekommen, mit 4 Leuten und nur Death X da verloren. Und jetzt ist Tarzan alleine gegen 4. Und ob der da noch viel ausrichten kann. Ein Frag kann er ziehen. Das ist natürlich bekannt. Insta fällt, aber wird. Ne, fällt gar nicht. Aber wird dann trotzdem von der Seite unterstützt. Also 1-0 für Key-Preis-Vergleich. Starten hier wieder ordentlich ins Match rein. Hat auch sehr solide ausgesehen, die Frags waren eigentlich alle ganz gut. Toni hat da in der Mitte ein bisschen versagt, aber er wurde auch ziemlich gut ausgemoved, muss man so sagen. Er war mit dem Cross hier immer an der Stelle, wo der Kopf vorher war, also hat er ein bisschen zu langsam reagiert eventuell. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das Movement abzuaimen. Da müssen wir ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wollte sich jetzt hier Richtung Schacht bewegen, hat das Ganze angetäuscht. Pusht jetzt einfach in die Smoke, dann kann er auch zwei Frags machen, also sein Fehler aus der ersten Runde, den macht er gleich wieder gut. Toni mit drei Frags jetzt in der Runde schon einfach reingegast und dann einmal mit der 5-7-Keule, beziehungsweise mit der Galil. Tarzan dann von hinten und so schnell kann so eine Anti-Eco gegen den Forstball wieder flöten gehen. Skrunk jetzt alleine gegen 3. Kann er hier die Runde nochmal retten für sein Team gegen Amo? Kassiert einen Hit, kann ihn trotzdem rausnehmen. Der Spieler war da schon im Schacht. Tarzan war's. Ja, die Flash von Skrunk ist da leider abgeprallt nochmal. Flash sich hier rein, wird jetzt das 1 gegen 1 bringen. Kann aber nicht mehr, den Tarzan beendet. Also 1 zu 1, Killerfish holt sich hier. Ja. Hier ein Forceplay. Gewinnen schlicht und einfach gegen die Equip Round. Hat sich also gelohnt, hier gegen zu kaufen. Schicken jetzt damit Key-Preis-Vergleich auf jeden Fall in eine Eco. Danach müssten die Spieler von MyKPV eigentlich kaufen können. Denn sie haben die Bombe gelegt. Aber sie entscheiden sich hier direkt für den Forceplay. Ist auf jeden Fall, kann man machen. Ist ein ganz guter Call. Ist so ein kleiner Überraschungsmoment. Und die Tech-9 ist natürlich definitiv Waffen, mit denen man da ordentlich Schaden machen kann. Ja, und das Kader steht eben alleine am A-Spot. Der könnte da locker überfahren werden. Und sobald das Spot eingenommen worden ist, wäre die Runde definitiv ziemlich gut möglich. Aber kündigen sich hier jetzt an. Wir sehen Smokes fliegen da en masse. Askarish kann natürlich ansagen, dass der Go gleich kommen wird. Amo hat er schon verschoben. Askarish kann einen rausnehmen. Wird dann gerefragt. Sehr lange gedauert, aber immerhin, er ist tot. Jetzt Amo nochmal aus der gleichen Position, aber auch er kann noch einen rausnehmen. Spot eingenommen mit 3 Mann und überlebt von Key-Preis-Vergleich und damit ist die Runde dies drin. Toni alleine gegen 3 und er wird auch rausgenommen und damit sehen wir schon zum Anfang des Matches einen richtigen Schlagabtausch. Also jedes Team eine Runde geholt, eine verloren, eine geholt. Das ist jedes Team, streichen wir jetzt einfach mal. So bisher der Rundenverlauf und mal schauen, ob Killerfish da jetzt wieder gegenhalten kann mit ihrem Force-Buy oder ob jetzt endlich Key-Preis-Vergleich da in der Lage ist, ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Auf jeden Fall will Killerfish da versuchen, Preis-Vergleich da jetzt nochmal. Key-Preis-Vergleich da jetzt nochmal in
eine Eco zu zwingen. Tony hat sich da aufgestellt hinter der Kiste. Sie rechnen trotzdem noch mit ihm, obwohl Armor da angetäuscht hat, dass er der Spieler in der Kiste war, wieder zurückverschoben hat. 2 HP nur noch bei Tony, deswegen kann er nicht mehr allzu viel machen. Jetzt ist Armo hier momentan alleine am B-Spot. Im Key-Price-Vergleich orientiert sich da momentan noch so ein bisschen um. Verschieben jetzt langsam Richtung Mitte rein. Und könnten damit genau die Rotation von Killerfish erwischen, wenn sie jetzt Vollgas Richtung A geben. Aber auch nur unter den Umständen. Also sie gehen trotzdem langsam Richtung A. Sie wollen jetzt nicht zu überstürzen, erwarten da eventuell einen offensiven Move der Cetis, denn sie sind in der Unterzahl und deswegen müssten die Cetis eigentlich versuchen, das Ganze irgendwie wieder auszugleichen. Aber jetzt kommt hier trotzdem der Argo. Tarzan steht da momentan alleine. Cetis kann ihn auch sofort rausnehmen. Schöner Frag. Oskarisch damit der Deagle zum 4 gegen 3. Aber auch der wird dann von Cetis ziemlich schnell zerlegt. Amo. Wurde da gesehen. Crispy nimmt ihn raus. Und ebenfalls wird Robson da gefragt. Von DeathX. 3 zu 1 Key-Preis-Vergleich. Könnten jetzt hier endlich mal eine zweite Runde in Folge holen. Und das bedeutet letztendlich die Eco für Killerfish. Killerfish jetzt also mit einem offensiven Move in der Eco. Cetis kann auch nur einen rausnehmen, hat sich da ein bisschen versprayt. Tony am Spot wird rausgenommen. Armo versucht jetzt da ein bisschen in den Rücken reinzukommen, der Angreifer. Kann allerdings keine Hits setzen und auch keinen Frag ziehen. Robson kassiert jetzt ziemlich schnell Hits. Sollte eigentlich eher versuchen, die AK durchzubringen. Oskarisch. Gegen Skrunk kann den Spieler nochmal rausnehmen. Jetzt ist allerdings bekannt, Insta. Und DeathX schießen auf ihn. Und Crispy macht es dann letztendlich. Und jetzt ist Robson alleine gegen 3. Und er kann zumindest diese AK safen. Das sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, tut's auch nicht. Also 4 zu 1 für den Preisvergleich. Die vierte T-Runde geholt und Killerfish jetzt wieder mit der Möglichkeit durchzustarten. Jetzt haben sie ihre erste Equip Round. Wir sehen momentan noch keine AWP bei Key-Price-Vergleich. Die haben anscheinend noch nicht genügend. Hätten sie eigentlich schon, aber wollen anscheinend noch keine spielen. Sehen da momentan noch keinen Grund dazu, das Element in ihr Spiel einzubauen. Und diesmal wieder auf dem Map verteilt. Also es wird wieder hier auf Map Control gespielt. KPV. Da im Moment unterwegs. Mein KPV. Sind immer noch auf den First Track aus, den sie bisher noch nicht bekommen haben. Tarzan flasht sich jetzt einmal rein. Aber die wurde gut ausgenutzt von Skrunk. Der konnte da 2 Fracks ziehen. Wurde dann gerefrackt jetzt aber. Und auch der Frack gegen die Mitte, gegen die Bombe ist gefallen. Der war natürlich deutlich wichtiger als der Frack gegen Skrunk da. Damit eben jetzt dieses 3 gegen 1 entstanden. Mal schauen, ob DeathX das noch viel machen kann. Aber wir sehen, Tony aimt ihn da schon ab. Trotzdem DeathX mit dem Frag. Schönes Aiming schon mal von ihm hier. Jetzt hat er eigentlich nur 20 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, die Zeit reicht eigentlich gar nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz. Er bräuchte 9 Sekunden auf den A-Spot. Wenn er sich sputet, kann er es auch nicht mehr schaffen, denn noch 10 Sekunden auf der Uhr. Also seine Waffe würde normalerweise durchbringen. Wenn da jetzt grob nichts mehr schief geht. Aber die zweite Runde für Killerfish, an der lässt sich jetzt nichts mehr rütteln. Die steht auf jeden Fall.
Ah, Skrunk wollte dann ein bisschen schnell Richtung B unterwegs sein, aber hat sich doch mal umentschieden. Hat das Ganze nochmal abgebremst. CD da in der Mitte. Und das X wird mit der AWP Richtung A vorgeschickt. Eventuell kann er dann First Frick ziehen. Schöne Position da von Robson. Damit hat DeathX 0 gerechnet. Also schöne Map-Knowledge da von den Killerfish-Spielern. Konnten dementsprechend auch die ersten beiden First Fricks rausarbeiten. Skrunk da immer noch Richtung B unterwegs. Amo ebenfalls mit einer sehr offensiven, aber auch sehr schönen Position. Und jetzt sind es Insta und Crispy alleine gegen 5. Und die müssen hier wirklich gutes Teamplay zeigen, um noch was zu machen. Toni wurde damit jetzt mit dem Molotov schon mal aus dem Schacht verdrängt. Matasen dann mit dem Frag. Insta nochmal mit einem Refrag. Vielleicht ist es jetzt noch möglich, da ein bisschen was zu machen. Smokt sich hier nochmal ab, um da genügend Raum zu haben, nach hinten zu arbeiten. Die Flash saß nicht. Amo kann er rausnehmen. Bekommt jetzt aber gute Hits ab. Noch 6 ab über ihm und dann beendet es das Kardisch. Mit der Farmers zum 3:4. Die Anschlussrunde für Killerfish wieder. Mal schauen, ob sie da jetzt gleich nachlegen können, um zum 4:4 dann eben auszugleichen. Mal KPV müsste eigentlich nochmal kaufen können. Genügend Geld wäre vorhanden. Zwei AKs, dreimal Tag 9, das ist okay. Wir sind gut dabei. Und Armor da momentan noch alleine auf B. Wenn jetzt ein schneller Bego kommt, dann könnte der richtig, richtig Feuer unter Mitte bekommen. Aber die Gegenflash, die saß. Die kam gerade noch im richtigen Moment. Deswegen kann Armor jetzt noch gut Damage machen. Kann zwei Spieler sogar rausnehmen. Crispy macht ihn aber dann letztendlich. Tarzan, wieder eine schöne Posi. Hat sich jetzt aber verraten. Insta ihn gesehen. Kann ihn aber nicht machen. Erst im Refrag dann. Spieler rausgenommen. Crispy. Machen wir mit einem. Und jetzt ist es Askarisch. Alleine gegen zwei. Also Key Preisvergleich. Trotz den zwei kassierten First Frags nochmal schön auf den Spot draufgekommen. Und wenn Key Preisvergleich da jetzt keinen Fehler mehr macht, dann müssten sie es eigentlich schaffen. Haben sich hier schon mal schön aufgestellt im Crossfire. Krank. Konnte ansagen. Crispy da jetzt aber keine Chance auf Refrag. Also das war jetzt wieder nicht allzu gut gelöst. Loskardisch versucht jetzt einmal mit dem Durchdiffuse. Skrunk. Skrunk. Weiß ich, wohin schießen soll, aber die Bombe tickt zu schnell und deswegen schafft es Loskardisch nicht mehr. Also, 3 gegen 5. Obwohl Skrunk da verschießt, hat Loskardisch nicht mehr genügend Zeit, die Bombe zu diffusen. Und damit steht die 5. Runde für die Spieler von MyKPV. Auch die Eco für die Spieler von Killerfish. Die hat sich damit angedeutet. Und angebahnt natürlich auch. Oh, Robson wird jetzt in den Schach geboostet. CD steht da, aber das X passt auf, verschießt allerdings trotzdem. Crispy hilft seine Mate dann aus. Tarzan wird ebenfalls rausgenommen. Toni hatte auch leichter Probleme. Ja, dann kommt CD plötzlich aus dem Schacht rausgehüpft und dann keine Chance mehr. Für Toni, dann wird er von zwei gleichzeitig angegriffen. Skrunk kassiert nochmal einen Headshot. Allerdings durch die Wand, deswegen nicht allzu viel Schaden abbekommen. Und jetzt ist es Askarisch alleine mit der Farmers. Ich schätze mal, er wird versuchen, die zu safen. Denn er hat auch einen Kevlar dabei und das sind dann immerhin. Na, was ist denn heute los? Es sind dann immerhin schon 3000. Allerdings steht Chris wieder gut, kann ihn deswegen auch rausnehmen. Und vollendet, vollstreckt jetzt um 6:3 für die Spieler von MyKPV, die auch jetzt wieder aimstark wirklich. Was wollte ich jetzt? Die auch jetzt wieder aimtechnisch wirklich gut dabei sind. Also, das muss man ihnen wirklich lassen. Vom Aiming her sind sie definitiv auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber diesmal DeathX. Zieht er den kürzeren gegen Toni mit der AWP. Und die Preisvergleich kurz und schmerzlos jetzt entschlossen da Richtung, Richtung A zu gehen auf den Ausbot.
Drops entfällt. Oskarisch fällt ebenfalls und Skrunk nimmt sogar gleich noch sein Teammate mit, weil es so schön war. Also 3 gegen 2 und Crispy wieder mit einem Geräter gegen den Truck zum 2:2. Die Headshots fliegen wirklich nur noch über den Server bei MKPV. Unglaublich, was sie da teilweise zeigen. Jetzt sind Skrunk und Crispy stehen hier in der klassischen Crossfire-Situation. Crispy konnte ansagen, jetzt müsste Skrunk eigentlich rumziehen, aber er macht's gut mit den anderen Spielern erstmal raus. Und spielt jetzt gut auf Zeit. Tanzt Amo aus, kann ihn rausnehmen. Skrunk mit 4 Kills in der Runde. Sein Mate dazugerechnet, also eigentlich nur mit 3. 7:3. Der Rundenstand, und das ist wirklich unglaublich stark, was Key-Price-Vergleich da zeigt. Und sie drehen immer wieder die Runden, obwohl sie den First Track eigentlich kassieren. Also Killerfish da auch ein bisschen unfähig, gerade eben die Vorteilssituationen auszuspielen. Skrunk verschießt einmal mit der AWP. Und CD mit dem First Track. Und das X konnte natürlich ansagen, dass Main da reingepusht ist, hat die Steps auf jeden Fall gehört. CD muss jetzt aufpassen, Robson kommt da auch gleich um die Ecke. Robson hat er gesehen. Kann ihn machen, schön, ganz sicher abgesprayt. Hat er einzelne Shots einfach rausgehauen. Tony ist da, wie gesagt, schon bekannt. Ah, das X hat ein bisschen Probleme, aber im Endeffekt dann kein Stress entstanden. Also 8:3, Key-Price-Vergleich mit der 8. T-Runde. Und jede Runde ab jetzt ist eigentlich absoluter Bonus. Denn sie stehen eh schon sehr gut da. 8 T-Runden sind auf jeden Fall okay für Cash. Sind eigentlich schon sehr gut. Und je mehr da jetzt noch hinterherkommt, desto besser für die Spieler von MyKPV. Oh, Skrunk setzt auch direkt den First Track hinterher. Da sind mit dem Headshot da rausgenommen. Scheinbar sogar durch die Smoke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Die Preisvergleich hat zwar den First Track, aber sie gehen es jetzt trotzdem relativ gemütlich an. Wir wollen jetzt erstmal nichts überstürzen. First Track, wie gesagt, wurde gezogen, aber jetzt erstmal das Gas mal rausgenommen. Amo kassiert da gute Shots, 22 AP nur noch bei ihm. Und die Nate gibt ihm den Rest. Doppelte Vorteilsituation ist rausgespielt und sofort wird da der B-Split gecallt. Insta wird da gleich über den Schacht reingehen. Die anderen 4 Spieler einfach ganz stumpf von vor B da auf den Spot drauf fahren. Tony kann einen Frax ziehen, ist jetzt natürlich bekannt mit der AWP und wird gleich Probleme bekommen, denn 2 Spieler gleichzeitig schießen auf ihn. Oskarisch ebenfalls nur mit einem Frag, damit 3 gegen 1, Spot optimal eingenommen. 2-mal getauscht. Also Key-Price-Vergleich da schön aufgestellt, Frag Reflex immer gezogen. Jetzt ist Robson alleine. Robson gegen 3. Und ich schätze mal, er wird es hier gar nicht mehr versuchen. Er wird eventuell noch schauen, ob er den einen oder anderen Reflex ziehen kann. Exit Frag ziehen kann. Nicht Reflex, sondern Exit Frag. Robson wurde da gesehen von DeathX. Und sollte jetzt einfach weglaufen. Würde gut daran tun. Aber scheinbar wollen die Key-Price-Vergleichsspieler eh nicht handeln, obwohl sie genügend Geld hätten. Also kann er die eine Waffe wenigstens durchbringen. Und damit zumindest den Forcebar ermöglichen. Wir sehen 2-mal Farmers, 3-mal M4. Oskar ist da komplett ohne Equip unterwegs. Das könnte ihm hier eventuell zum Verhängnis werden. Auch Armor da ohne Flashes. Also wir sind mal gespannt, was hier damit passiert. Tony im Schachter. Momentan hat sich die Preisvergleich wohl auf den A-Spot da eingeschworen. Robson hat eine schöne Position. Er könnte hier ordentlich Damage machen. Aber macht einfach gar nichts. Und das ist halt leider zu wenig. Tarzan kann auch noch einen rausnehmen. Und jetzt ist es Armo alleine. Und ich meine, dass der Spieler, er war halt blind. Robson war es, glaube ich. Ja, Robson war da blind. Und hat deswegen wahrscheinlich nicht gesehen, dass ihn einer angeschaut hat. Dachte, dass der Spieler dann noch Richtung A-Spot rausschaut und deswegen
Ja, keine Chance, dann irgendwas zu machen. Und das 10 zu 3 für Key Preisvergleich steht. Und das war eigentlich eine relativ lockere Runde. Die, glaube ich, war sogar flawless, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, einen Mann haben sie nur verloren. Und Key Preisvergleich ist mit der Möglichkeit, hier die 11. Runde noch zu holen. Denn es ist wieder nur ein Force bei dreimal Farmers. Wieder Oskarisch, da komplett ohne Equip. Killerfish versucht es aber weiter und offensiv. Amo ist da sehr, sehr offensiv unterwegs. Auch Tarzan schon komplett durch den Türraum durchgepusht. Und konnte auch einen Frag setzen. Also hat sich gelohnt. Aber der Refrag ist wieder da. Damit konnte die Vorteilssituation nicht ausgespielt werden. Es konnte zwar ein schneller offensiver Frag gesetzt werden. Aber er konnte halt, wie gesagt, nicht ausgespielt werden. Oh, jetzt habe ich ganz schön oft werden gesagt. Und Killerfish wird jetzt zu dritt den B-Spot verteidigen. Hatten da so einen richtigen Riecher, dass Mike HPV da Richtung B möchte. Da stehen jetzt momentan noch Armon und Robson und auch Tony ist schon in den Rücken unterwegs. Kommt da gleich über die Mitte. Crispy rechnet allerdings damit. Ah, und es ist so schön, dass sie sich dann in den Schacht reinboosten. Also wirklich ein ganz, ganz guter Move. Und jetzt wird einfach auf R-Rotated. Genau richtig gemacht von Key-Preis-Vergleich. Genau richtig gecallt. Skrunk kommt da gerade so weg. Der offensive Move war da eigentlich schon gar nicht mehr nötig. Also hat er Glück, dass er noch wegkommt. Mit der Hilfe von Sedi nochmal überlebter. Sedi macht einen Frag 2 gegen 1. Jetzt Robson mit 28 HP. Sollte da eigentlich nicht mehr allzu viel machen dürfen. Einen Frag kann er noch ziehen. Und gegen Sedi ist aber dann Endstation zum 11 zu 3. Also Key-Preis-Vergleich. Und ja, wie gesagt, je mehr Runden auf der T-Seite, desto besser. Und momentan sehen sie da wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich habe es vorhin schon angedeutet, Cache natürlich eine Map, die sehr aim-intensiv ist und das zeigen die Key-Preis-Vergleich-Spieler da auch gerade eben ziemlich gut. Robson konnte da nur einen Frag ziehen und seine Mates, obwohl sie da standen, konnten sie nicht unterstützen. Crispy lebt da viel zu lange am Booster, der müsste eigentlich schon längst tot sein. Eskadisch. Da wieder mit dem Offensivmove, wurde gesehen von C, die kassiert auch sofort den Headshot durch die Wand, mit 15er Pedo noch, wird er einfach zu Tode gepusht. Keine Chance für ihn und jetzt kommt folgerichtig sofort der Call Richtung A, einfach schnell drauf. Ja, Tarzan, keine Chance. Wie gesagt, das Aiming bei MyKPV, das ist auf jeden Fall. Geben sich da wenig Blöße, was das gerade eben angeht. Amo jetzt mit dem Move durch die Smoke, kann Skrunk da auch noch rausnehmen. 2 gegen 1 jetzt. Die Nate macht ein bisschen Damage nochmal. Beide Spieler stehen am Y. Amo! Aber gegen Sedi ist dann Schluss. Es wäre gut drin gewesen, dass Amo ihn Sedi noch rausnimmt. Trotzdem, der Headshot von Sedi saß dann früher. Damit also 12 zu 3. Ja, und die Preisvergleich sehr stark. Also wenn sie die Pistole holen, dann sollte das Match eigentlich gegessen sein. Aber was sie bis jetzt zeigen, wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ja, die Pistole, die wird jetzt auf jeden Fall entscheidend. Mal schauen, was die beiden Teams davor haben. Also Preisvergleich, Key-Preisvergleich, stackt er den A-Spot zu viert, schicken nur Skrunk Richtung B. Und eventuell könnte das hier nach hinten losgehen, denn Killerfish hat zumindest die Bombe schon Richtung B gebracht und auch Tarzan stellt sich dafür in B-Split auf. Ja, und da geht's jetzt auch drauf. Also der Frag auf A wird gezogen, das ist schon mal relativ wichtig, dass er von hinten kein Druck entstehen kann. Skrunk müsste eigentlich die Steps hören, zieht sich deswegen auch zurück, denn er will nur auf seine Mates warten. Der Spot wird jetzt komplett auf Retake gespielt. Kann man machen und kann auch durchaus funktionieren. Also die Preisvergleich jetzt natürlich Zeit, sich da zu formieren. Alle Spieler waren schon da. Können jetzt genau ausmachen, was passieren soll. Erster Frag fällt, Tony.
gegen Crispy. Beide treffen sich nur wirklich. CD muss dann nachhelfen und der Retake funktioniert wunderbar. Amo alleine. Gibt Preisvergleich zum 13:3. Schön gespielt, Skrunk. Gut, dass er auch defensiv geht und nicht irgendwie versucht oder unbedingt denke ich, muss jetzt ein, zwei Frags ziehen, damit der Retake funktionieren kann, sondern einfach zurückgezogen und gesagt, okay, wir haben einen First Frag, wir sind eh in der Überzahl, wir können da jetzt schön gemütlich zu 5 den Retake starten, das hat super funktioniert, wir haben es gesehen. Also auf jeden Fall schön gemacht von MyKPV. Machen so weiter, wie sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Und Killerfish jetzt mit dem Gegenkauf, mit dem Force-Buy. Wollen jetzt natürlich die Runden nicht abgeben. Damit hat natürlich die Preisvergleich gerechnet. Deswegen auch schon viele M4s bzw. SMGs, die stark sind gegen Rüstung. Robson versucht es jetzt einmal mit dem Move über den Container. Wird aber abgeaimt. Skrunk rechnet da mit ihm. Oscar schon mal mit einem Frag. Insta ebenfalls mit einem. Jetzt sind es Tarzan und Tony gegen 2 gegen Insta und Crispy. Tony mit 21 AP nur noch. Tarzan alleine gegen Crispy. 1 HP nur noch bei ihm. Und deswegen Crispy ja auch am längeren Hebel zum 14:3. Und jetzt Killerfish natürlich wieder nur noch mit dem Force-Buy. Konnten viermal nochmal Kevlar mit Helm kaufen. Das könnte hier definitiv wichtig werden. Wir sehen dreimal Deagle, zweimal Tech 9. Ich muss ehrlich sein, ich würde mir beim momentanen Stand der Pistols lieber mal eine Tech 9 kaufen als eine Deagle. Amo wurde da schon in die Mitte reingeschickt. Scrub mit dem First Frag. Und dann kommt Amo mit der Deagle und klickt da einmal CD aus dem Spiel. Der darf erstmal Pause machen. Und Tarzan mit dem nächsten. Insta da jetzt alleine auf A. Momentan scheint es aber nicht das Problem zu sein. Den Killerfish möchte da wohl auf den B-Spot drauf. Crispy gegen Tarzan kann ihn rausnehmen. Amo ebenfalls mit Lower P hat ihn ja schon kassiert. Molotov weist ihn auf jeden Fall erstmal in die Schranken. Amo und Oskarisch, Amo. Und 9 AP. Und Crispy setzt ihm auch nochmal ein schönes Gesicht. 15:3. Keypreisvergleich. Ja, und natürlich wieder wenig Geld bei Killerfish. Sie kaufen trotzdem gegen. Versuchen hier alles dagegen zu halten, was geht. Wir sehen viermal die Deagle im Anschlag. Aber ich muss ehrlich sein, ich glaube, da ist nicht mehr allzu viel drin für Killerfish. Also Key Preisvergleich dafür bisher einfach zu solide. Muss er noch Blöße zu geben. Skrunk allerdings da jetzt mit keiner Awareness, dass Armor da schon stehen könnte. Deswegen fällt auch der Frag gegen ihn. Insta fällt ebenfalls. 3 gegen 3. 3 gegen 2. Natürlich ausgerechnet dann, wenn ich sag, leg Killerfisch schon nochmal ordentlich los. Also die Runde doch nochmal holbar. Für die Killerfische. CD und DeathX jetzt alleine zu zweit gegen 3. DeathX gleich nochmal aus. 2 gegen 2. Aber wird dann auch sofort gerefakt. Da vielleicht ein bisschen zu offensiv. Hätte lieber nochmal Death gehen sollen. Um erstmal auf sein Mate zu warten. Eventuell sogar über den Schacht dann. Also über die Mitte dann in den Schacht rein zu moven. Ja, und jetzt ist es CD hier, der es richten muss. Denn sonst steht eventuell erstmal ein Eco an. Robson aimt den Spieler da schon ab, aimt den CT schon ab. Jetzt sieht Tony da, wer kann den Frag trotzdem nicht machen und Robson beendet es dann zum 4:15. Also Killerfish nochmal mit einer Runde, sie sind noch nicht fertig hier. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, das Match ist erst vorbei, wenn die 16. Runde da steht. Key-Preis-Vergleich, wollen's jetzt aber wissen, sie kaufen gegen.
Wir wollen hier jetzt also unbedingt den Sieg. Scrumpter mit dem Autotucker wird gesehen von Tarsin. Dann nimmt ihn sofort raus mit dem Headshot. Tarsin, auch er wird jetzt gerefragt, also. Scrunk wundert sich da gerade auch schon. Aber er ist sehr nah am Rand der Smoke gestanden. Deswegen hat Tarsin ihn da wahrscheinlich gesehen. Nächster Frag gegen den Ausbot fällt. Robson gegen Insta. Ebenfalls erfolgreich. DeathX fällt ebenfalls. Crispy kann nochmal einen machen. Crispy. Dann ist aber Ende. Also. ...15:5 Eco-Bikey-Preisvergleich, nachdem sie gerade eben den Force-Buy versucht haben. Sie haben natürlich jetzt noch immer noch 10 Runden Puffer, bevor es hier wirklich in die Overtime gehen müsste. Eventuell. RathX platziert sich da mit dem Knife, möchte also das Geld haben für den Knife-Kill. Da wird jetzt wahrscheinlich Probleme bekommen, denn Amo sieht ihn da. Amo rechnet auch mit dem Spieler hinter der Kiste. Ja, da wird der B-Spot eingenommen und ich denke mal, allzu viel wird dann nicht mehr passieren in der Runde. Armo Frag Nummer 3. Erschleicht er sich hier das Ace? Mal schauen. Nein. Tarsin. Gönnt's ihm nicht. Jetzt ist es Skrunk alleine gegen 5. Flawless Rounds sollte drin sein für Killerfish. Skrunk stellt sich da schon mal auf mit dem Taser. Vielleicht kann er einen Kill noch bekommen und damit noch ein bisschen Geld abstauben. Nein! Wird ihm nicht vergönnt. Damit also 15:6. Und Kipra ist vielleicht nochmal mit einer Eco. Müssen hier sogar in die doppelte Eco rein. Können jetzt ein bisschen was kaufen. Sie haben jetzt genauso viel gekauft, dass eben nächste Runde dann noch genügend Geld da ist, um den Waffenkauf zu starten, um den Equipkauf zu machen. Aber jetzt wird hier von Killerfish einfach schnell Richtung A rausgefahren. Tarsin kann nur einen Frag setzen. DeathX ebenfalls mit zwei, sogar mit der AK dann direkt noch einen hinterhergelegt. Armo ist bekannt. Ja, der müsste da gleich rausgenommen werden. Jetzt ist es Robson alleine gegen zwei. Mal schauen, ob er hier nochmal klatschen kann. Ja, Robson bekannt. Und das könnte jetzt ein Problem für ihn werden. Sedi kassiert die Nate ganz gut. Robson gegen DeathX und Sedi. Robson. Weiß genau, wo Sedi steht. Rechnet er noch mit dem zweiten Spieler in der Main. Die beiden MyKPV-Spieler haben sich da nicht wirklich gut aufgestellt. Deswegen jetzt kein Refrag möglich und DeathX aber. Ja. Was macht DeathX jetzt? Wurde da rausgenommen, macht die Tür auf und verliert die Situation. Er hätte wirklich abwarten sollen, denn solange die Tür zu ist, hat er immer den Nachteil, wenn er die Tür aufmachen muss. Deswegen hätte er wirklich einfach abwarten sollen, bis eventuell der Bombplant kommt. Und wenn wirklich sogar in Richtung B verschieben, aber wenn er die Tür da einfach aufmacht, dann hat er die Situation auf jeden Fall verloren. Deswegen, die Position war nicht allzu gut. Er war da zu keinem Zeitpunkt in der Lage, den Refrag für sein Mate zu ziehen. Also für Sedi, der Sedi war da komplett alleine und verloren am Spot. Ja, und sobald die Tür zugeht, ist er natürlich am Poker. Auch sehr, sehr stark von Robson, dass er da dann denkt, die Tür so zu machen. Denn wenn die offen bleibt, dann hat DeathX natürlich einen Easy-Frag. Trotzdem, die Preisvergleich jetzt mit der Kaufrunde. Oh, diesmal wird Skrunk gegengeboostet. Mal schauen, ob er sich da jetzt dafür entscheidet, schnell zu machen, oder aber davor hat noch ein bisschen zu warten. Oh, Crispy
jetzt alleine am B. Flasht da einmal gegen. Sah es ganz gut. Trotzdem Oskar ist da gut raus. Aus der Flash. Setzt er uns hier den Shot. Scrum flasht sich das ganz schnell raus. Kann Tarzan rausnehmen. Aber Toni nicht. Und die KPV-Spieler, die Key-Price-Spieler entscheiden sich dafür, sich nochmal zurückzuziehen. Möchten hier lieber nochmal die Waffen safen für die nächste Runde. Und langsam aber sicher sollten sie wirklich schauen, dass sie diese 16. Runde holen. Denn je mehr Runden Killerfish holt, desto mehr kommen sie natürlich auch in Comeback-Stimmung. Und desto schwieriger wird es dann auch. So, Key Price Vergleich jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, eine Kaufrunde zu starten. Nachdem, wie gesagt, gerade drei Waffen gesaved worden sind, ist es nur möglich. Toni, First Frag, Mitte. Mit der AWP wird gerefragt. Scrunch hat zwar ein bisschen mit Problemen, aber der Frag saß. CD Frag Nummer 2. Skrunk sollte eigentlich keinen offensiven Move wagen, denn der Vorteil ist bei Key Price Vergleich, also damit ein eventuell offensiver Move von den Frag zu ziehen, eigentlich nicht nötig. Natürlich auch nicht zu passiv sein. Aber im Prinzip, die Runde müsste machbar sein. Oh, Crispy zuckt da hin und her. Insta gegen kurz, Frag Nummer 1. Skrunk mit dem nächsten, Rob's dann alleine jetzt und auch der wird rausgenommen, das ist 16:8. Key-Price-Vergleich, jetzt geht's dann doch ziemlich schnell, MyKPV gewinnt hier mit 16:8. Ja, und sind damit im Finale, aber jetzt auch Killerfish aus dem Turnier rausgehauen.